In Diskussionen werden Banken immer so als eigene Institute, die selbst denken, dargestellt. Aber im Endeffekt sind da auch nur die Menschen drin, die wir alle, oder unsere eigene Gesellschaft. Deswegen finde ich, sollte man da immer ein bisschen vielleicht nochmal nachdenken und sagen, vielleicht sind wir selbst diejenigen, die immer diese höheren Renditen wollen. Also was mir passiert oft ist, wenn Leute sagen, ja, Banken und so weiter, dann sage ich immer, stopp, stopp, ich kümmere mich um Zentralbanken. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, den viele auch nicht kennen. Woher sollen sie ihn auch kennen? Also Wirtschaft zum Beispiel wird in der Schule in der Regel nicht unterrichtet. Das wäre nochmal ein anderer Kritikpunkt, dass die Bevölkerung überhaupt kein Verständnis von unserem Wirtschaftssystem hat, weil es einfach nicht unterrichtet wird. Und deswegen sage ich, man muss schon ganz klar, wenn man Banken kritisiert, muss man erstmal genau gucken, welche Banken kritisiert man wofür. Und ich denke, ja, dass viele kritisieren da ins Blaue hinein und haben nicht wirklich hinterfragt, was ist da eigentlich, was ich kritisiere. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen zurückhaltend, wenn ich jetzt irgendwie Banken dafür für Renditeziele verantwortlich mache oder so und sage, die haben jetzt die Krise verursacht, weil ich mir selbst den Anspruch an mich stelle zu sagen, ich möchte erstmal herausfinden, warum haben die überhaupt diese Renditeziele gesetzt und wie kam das Ganze zustande. Ich glaube, das Problem ist, was bei neuer Geldpolitik ist, erstmal die Frage, das zu definieren. Was ist das? Und viele sagen auch direkt, Geldpolitik sollte gar nicht überladen werden und man sollte es eigentlich bei dem Klassischen belassen. Das heißt, das ist erstmal so eine Grundsatzdiskussion. Was ist überhaupt das neue geldpolitische Denken und wollen wir das überhaupt? Aber das wird bis jetzt eigentlich in der Lehre, findet das noch nicht wirklich statt. Also das ist, ich denke, dafür ist das Thema einfach noch zu neu, als dass das jetzt wirklich schon im Lehrplan vorkommen könnte. Ich bin jetzt hier in einem PhD-Programm an der Goethe-Uni. Das ist so das praktisch die amerikanische Version eines Doktors. Und gerade das erste Jahr war schon extrem durchgetaktet. Also man paukt praktisch einfach die bestehenden Modelle von oben bis unten durch, rechnet sie immer wieder und hat eigentlich nicht wirklich Zeit, sich selbst Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das alles oder was würde ich denn vielleicht anders sehen oder so. Das kommt dabei definitiv zu kurz. Aber andererseits denke ich, ist es auch wichtig, wenn man gewisse Forschung oder auch Modelle und Thesen kritisieren möchte, muss man natürlich erstmal sie selbst verstanden haben und vielleicht selbst erstmal so tun, als ob man die Modelle selbst aufstellt und einfach mal selbst die Argumentation nachvollziehen von der anderen Seite. Und dann merkt man vielleicht ganz schnell, oh, ich habe vielleicht selbst gar keine bessere Idee. Ja, also wir hatten einen Kurs zum Beispiel auch bei uns, der hieß Historical and Normative Foundations of Economics. Da wurden durchaus auch alte Thesen diskutiert und oder es gibt auch Bücher, die sich damit beschäftigen. Es ist für einen jungen Student immer ein bisschen schwierig, weil ich habe selbst damals noch gar nicht gelebt zur Ölkrise oder früher bei der Great Depression. Deswegen sind das für mich alles so ein bisschen distanzierte Geschehnisse. Oder ich habe ein distanziertes Verhältnis zu den Geschehnissen. Die sind für mich nur theoretisch vorhanden sozusagen. Und deswegen ist es auch sehr schwer, finde ich. Man tut heute immer so, als ob man schon viel schlauer sein müsste, weil man früher ja auch was gemacht hat. Aber man verliert dabei ein bisschen aus den Augen, dass früher vielleicht die Sachen auch erst 5 Jahre später gemacht wurden, dass man erst oder auch erst 10 Jahre später sagen konnte, ob etwas gut oder schlecht war. Das heißt, auch die jetzige Politik, zum Beispiel der EZB, wissen wir vielleicht erst in 5 oder 10 Jahren, ob das wirklich gut war oder nicht. Das heißt, mit dem Wissen der Zeit ist es natürlich immer leichter, Sachen zu evaluieren.